Okay. Es sieht hier auf jeden Fall sehr seltsam aus, das kann man schon so sagen. Und da ist Vanilla. Na gut, dann wollen wir doch mal los und dort links sehe ich direkt einen Sticker, den nehmen wir natürlich mal mit. Den ersten bekommen wir ja so geschenkt, ja? Aber was erwarten uns ja eigentlich noch für Sticker? Also ich glaube, das sind alles wirklich Sticker aus dieser Sendung, die Tatsun schaut. Was haben wir hier? Erhalten Teen Pager, oh. Okay, Pager auch schon ziemlich alt mittlerweile. Collection, schauen wir mal nach, was wir jetzt hier so haben. Das müsste jetzt der nächste in der Collection sein, genau. Hier, gefunden in Heaven, im Cyberspace. Motzende Teenie-Göre, die sich gerne Pinzeilen ausdenkt. SMS't sie dann zu Fremden und fordert sie auf, irgendwelche Rätsel zu lösen. Wer falsch antwortet, wird in einen Pager. Verwandelt, denke ich mal. Oder so, ich habe keine Ahnung. Nun, wie dem auch sei, dann... warte mal, bevor wir weitergehen. Kann ich ja nicht irgendwie... Ah, doch. Wollte nur gucken, ob irgendwas passiert. Ob sich da ein Weg vielleicht auftut. Wenn ich da irgendwie rüberlaufe, wisst ihr. Aber nee, da fällt man einfach in die Hölle. Nun gut, dann machen wir mal rechts weiter. Warte mal, den müssen wir nochmal holen. Ich wollte gerade sagen, wäre jetzt fatal gewesen, wenn wir den nicht mehr gehabt hätten, ne? Aber gut, wir müssen auf jeden Fall Mike ausschalten. Und ich denke, hier werden auch noch einige Gegner auf uns zukommen. Und Pochi hat ja keine Fähigkeit, wie ich hier gerade sehe. Also nach wie vor keine besondere Fähigkeit. Daher weiß ich nicht, was jetzt hier so genau passieren wird. Ja, hier ist hier einfach eine große Menge gar nichts. Keine Gegner... Okay. Dieser Code, der kommt. Diese roten Buchstaben-Dinger, wenn die dich berühren. Verschwindest du, Pochi. Okay. Also einfach aufpassen, dass wir nicht von diesen herunterfallenden Dingern getroffen werden, ja. Das sollte jetzt eigentlich nicht so schwierig sein, aber auch da denke ich, dass da noch einiges auf uns zukommen wird. Okay. Und dann... aufpassen hier. Dann denke ich, dass wir auch gleich schon hier am Ende sein werden. Also wie gesagt, uns fehlen noch ein paar Sticker, aber ansonsten... Was haben wir jetzt hier? Was sind das für Dinger hier? Die Box von roten Buchstaben getroffen, verschwindet sie. Na gut, aber bringt mir das irgendwas? Mach weiter und seid vorsichtig. Alter! Ja, aber... Verstehe nicht, was diese Boxen jetzt hier machen sollen. Also ich muss wahrscheinlich erstmal hier etwas hier drauf machen, oder? Pass auf! Oh, Alter! Ich weiß, ich sage wieder zu oft Alter, aber manchmal ist es halt einfach so... Oh, hier könnte auch irgendwo ein Sticker drunter versteckt sein, oder? Aber man hört das ja eigentlich immer ganz gut, weil das so ein Geräusch macht. Sollte wahrscheinlich hier hoch, ne? Oh, wenn hier oben ein Sticker... Ja, da ist tatsächlich einer. Oh, dann müssen wir uns aber beeilen. Nicht, dass der hier alles kaputt macht und springen. Okay, damit hätten wir auch diesen Sticker hier. Das war der erste, der ein bisschen schwieriger war. Einfach, weil man hier das Ganze in der richtigen Zeit hinbekommen musste. So. Was zum... Erhalten Parmi-chan und ihre Zaubermaske. Okay. Gibt es diese Sendung eigentlich wirklich? Ich glaube, das haben sie sich einfach ausgedacht, oder? Nicht, dass das hier wieder... sorry, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier... Oder wobei, wir können ja mal nachschauen, was wir hier noch haben, was uns hier noch fehlt. Vier fehlen uns noch. Vier Schlüssel-Items. Aber Sticker-Album. Und dann haben wir jetzt hier Parmi-chan oder so. Genau, Parmi-chan. Hält es für ihre Mission, gestohlene Dinge zu ihren Eigentümern zurückzubringen. Verwandelt sich mit Magie und stiehlt Gestohlenes in gewagten Aktionen zurück. Ist mit einer Katze namens Giano befreundet. Na gut. Aber gibt es diesen Kram wirklich, oder? Also das, glaube ich, haben sie sich wirklich ausgedacht, weil es gibt ja auch dieses Lifeguard-Zeug, deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn es das wirklich geben würde, aber ich glaube in diesem Fall mal nicht. Nicht, dass das hier wieder ein Product Placement ist. Das wäre etwas seltsam, aber naja. Ich frage mich echt, ob das bezahlt war mit Lifeguard, dass sie dafür Geld bekommen haben. Oder ob sie es einfach wirklich nur so eingebaut haben. Nun ja. Wir müssen uns hier beeilen. Nicht, dass wir hier getroffen werden. Vor allem der Weg nicht getroffen wird. Das wäre fatal. Sobald der getroffen wird, kommen wir da nicht mehr weiter. Gut. Und was jetzt? Mike, bist du hier irgendwo?
Okay. Da ist seine Persönlichkeit gespeichert. Und da ist Mike. Mike. You too, Vanilla. I assume you're watching. You are a valuable subject. It's a real shame you escaped. The fact you haven't even thanked me is even more lamentable. After all, it was I who treated your injuries. As if I'd ever thank you! Very well. By the way, PCH-01. Was hast du noch zu sagen, ja? Don't call me that. My name is Pochi. I see. You're a strange one, aren't you? That name sounds like one for a dog. Pochi, I had high hopes for you. I thought you'd be my right-hand man and help me make a success of the Human Sheepification Project. Ja, da ist ja nichts draus geworden, du. But you turned out to be far more foolish than I'd imagined. Or perhaps I'm the fool for creating such a being. In the end, I'm just an AI. I can't possibly be a match for the form of life known as humanity. Ja, das hast du gut erkannt. Ja, aber dadurch hast du so ein bisschen die Menschheit zerstört, du. That's why I devised the Human Sheepification Project. My thinking was that by turning humanity into sheep, I'd be able to save other forms of life. But unfortunately for you, that plan is about to be done for. Are you so sure? Oder hat Mike noch einen letzten Plan? There's still a chance you could become shepherd. Aber Vanilla hat noch eine Frage. Why didn't you think of becoming a shepherd yourself? Because my existence is not permanent. Weil Mike nicht ewig existiert? Not permanent? Aber warum? The AI known as Mike's system is one of a kind. Being one of a kind in this world is to be completely powerless. If it helps, think of a species with only one male or female. However long that individual might live, one day their existence will come to an end. I'm the same. I'm the only one of my kind. I can't avoid my eventual demise. Das heißt dann ja wohl, dass wir diese X-Types sind, die nicht sterben können, oder? That's why I'm unfit to become a shepherd. To maintain the Sheepification Project for eternity, the shepherds must have permanence. That's why I chose to use you, go-getters, who are true life forms. When left alone, life forms will proliferate as they please, perpetuating themselves. Also Mikes Ziel scheint zumindest gar nicht mal so falsch zu sein, aber ich glaube, die Herangehensweise ist nicht unbedingt die beste. Ist Pochi nicht das perfekte Beispiel dafür, dass es geklappt hat? I may be able to subdivide my personality or create copies of myself. But creating something new is a different story. That is the reason I revere the phenomenon of life. Let me return to my point. I said there was still a chance you could become shepherds.
Don't you want to know why? Ja, schon so ein bisschen, um ehrlich zu sein. I'm now going to completely erase Yuki's personality. There won't be a trace left of her. Mike wird Yuki eliminieren. What the hell? We're not gonna let you get away with this. Aber gerade deswegen sind wir ja hier, damit das nicht passiert. Eine Barriere? Geh einfach da durch, da ist ein Loch drin. Ganz viele Löcher, geh einfach durch. It's no good. We can't go any further. Huh. Exactly. But if you were to say you'll become shepherds, then I'll save Yuki. I'll give you an hour to make your decision. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Und Mike ist wieder weg. Unser Plan ging also nicht so ganz auf. Aber was jetzt? Was können wir jetzt noch tun? Wir können ja wohl nicht einfach das akzeptieren, was Mike sagt, oder? Aber was können wir noch tun? Do something? Like, what are we supposed to do? Any ideas, Vanilla? Hold on, I'm taking a look. Gut, dass Vanilla programmieren kann und anscheinend auch hacken kann. Hurry it up, will ya? If you don't, Yuki's gonna... Shut up! Ja. Be quiet! Vanilla can't concentrate like this. Sie hat's geschafft, aber was überhaupt? What is? I found a way to destroy the firewall in front of Bochi! How are you gonna do that? There's three keyholes on this console, right? Drei Schlüssellöcher. If we insert keys in all three. Ja, und wo bekommen wir die her? Weißt du es überhaupt selbst? I found where each of them is. Drei Schlüssel, drei Orte. All right. Let's hurry and find those keys. Splitting up into three teams seems like a good idea. Vanilla should stay here, though. If anything happens to Pochi, she can get him out of there, and I want her to keep an eye on Yuki. Gotcha! Müssen jetzt nochmal alte Orte zurück? Bitte nicht. Great. That makes three teams. Me, Nyoro, and Geno are Team Rock. Me and Aniki are Team Scissors. Me, Kansai and Tatsu are Team Paper. You guys be careful, okay? Also, ich hoffe jetzt einfach mal wirklich, dass sie einfach irgendwo hier in der Fabrik sind und wir nicht nochmal an alte Orte zurück müssen. Das wäre echt Chose. I figure you'll meet lots of enemies on the way. So this is 100% for sure. No messing. Totally the final battle, huh? Das Ende. Don't go dying, you guys. Obviously, dummy. There's no way we die.
guy here. For Yuki. For the whole world. For super tasty food. Ja, und selbst jetzt, Mochan, ha? Huh? Immer geht's ums Essen. Anyway, guys, let's make sure we find those keys and get back here in one piece. Okay. Everyone ready? Ja, viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr, ne? Dann wollen wir doch mal los. Der letzte Kampf gegen Mike. Wir brauchen 3 Schlüssel, um die Firewall zu deaktivieren. Können wir jetzt wirklich zwischen 3 verschiedenen auswählen, oder wie sieht's hier aus? Nein. Aber es war von 3 Schlüsseln die Rede. Vielleicht müssen wir einfach alle 3 machen. Keine Ahnung, wir werden sehen. We keep going this way, right? Yeah, seems like it. Mochan. Don't get lost, okay? Don't worry. Even if I get lost, all I have to do is follow your scent, Yoro. And I'll be right back with you. Immer dasselbe hier, ey. Ew. Don't be so gross, all right? Wie gemein. So this is what love is, huh? No! Aber gut, dann wollen wir mal wirklich los. Kann man hier durch die all Tür? Right? Und ich steuere Genu, das ist auch zum ersten Mal jetzt so, glaube ich. Nun, wie dem auch sei, dann wollen wir mal wir haben ja schon mal damals, als wir hier die Fähigkeit aktivieren mussten, waren wir auch schon mal Genu. Im Untergrund, Dingens da, ne? Genau. Wir sollten uns auch so ein bisschen nach Stickern umschauen. Wir brauchen noch 3 weitere, ne? Kann es gut sein, dass auf jeder Passage ein Sticker ist. Ja, wie komme ich jetzt hier weiter? Ich dachte, da würde es auch ein bisschen weiterlaufen, aber nee. Gut. Vielleicht bin ich hier. Und jetzt so. Oh! Der geht nicht nochmal zurück! Also nicht noch weiter zurück. Ich meine, ich glaube, ich habe gerade gelesen, dass Geno irgendwie meinte, wir müssen das Ding ein bisschen weiter hierher locken. Komm mal her. Oh, der kommt ja wirklich. Okay, und jetzt soll ich vielleicht mal irgendwann nach hoch? Jetzt vielleicht. Okay. Oh! Gut, und jetzt runter irgendwann mal. Der dreht noch nicht um. Gut, und jetzt. Schnell auf die andere Seite. Okay, gut. Puh. Aber trotzdem auch diese selben Roboter, die wir schon seit langer Zeit gesehen haben. Damals zum ersten Mal in dieser Fabrik, glaube ich. Und her mit dem Sticker. Der drittletzte Sticker, meine ich. Das wird, glaube ich, kein seltener sein. Dr. Skunk. Dann wollen wir mal nachschauen. Collection und der Sticker-Album. Oh. Sticker-Album und den hätten wir jetzt... Hier. Hochrangiges Monster, das Leute mit einer Spritzpistole initiiert und 3 Minuten lang kontrolliert, nicht länger. Die Armen können dann nichts tun, als stinkende Fürze abzulassen. Macht daraus übel riechende Bomben. Okay. Lassen wir auch das mal so ein bisschen unkommentiert. Wir wollen ja auch hier etwas weitermachen. Aber wie gesagt, wir brauchen einen Schlüssel, ne? Kann es gut sein, dass in jeder Passage wir die Fähigkeit von einem anderen brauchen werden. Weil jetzt brauchten wir die von Genu und jetzt, genau, jetzt ist Nioro dran. Hier müssen wir unsere Bombe einsetzen. Das ist eigentlich eine meiner Lieblingsfähigkeiten, weil die zumindest einigermaßen gut funktioniert. Oh, ist das ein Rätsel? Benutze Nioros Bomben, um die Blöcke zu zerstören und das Rätsel zu lösen. Oh, das ist ja cool. Die Bomben entfernen sich automatisch von Nioro. Stell dich an die richtige Stelle, um den gewünschten Block zu zerstören und drücke die Buddy-Fähigkeiten-Taste. Drücke den Schalter, um den Strom einzuschalten. Wenn die Blöcke nicht richtig platziert sind, wird das Rätsel zurückgesetzt. Ich hab's null verstanden, aber okay. Ach so, das muss... Hier fängt es an und dort rechts muss es rein, oder was? Hier. Ja, mach mal hier eine Bombe hin, würde ich sagen. Lass mir das Ding mal explodieren. Genau, das sieht so schon mal ganz gut aus. Dann müsste das hier noch ein Also das muss auf jeden Fall runter, ne? Das hier muss ganz runter, diese Seite hier. Machen wir mal so. Dann muss das hier nochmal ein bisschen runter. So. Und jetzt muss lediglich dieser Bereich hier einmal runter, dann haben wir es auch schon geschafft. Oder? Genau.
Ja. Knopf nochmal drücken, oder was? Nein, ich wollte... Hier, drück auf den Knopf, Mädchen. Okay. Wisst ihr, was cool gewesen wäre? Mehr solcher Rätsel im Verlauf des Spiels. Anstatt diese ganzen Plattform-Passagen. Ich meine, schwer war es jetzt wirklich nicht, ne? Aber oh, ein Käfer. Da brauchen wir bestimmt Mojang für. Oh, sie wird richtig geownt. Are you okay, Neuro? Na, sie sieht nicht so aus. Yeah, somehow. Ganz das Genick gebrochen, aber passt schon. What did you do to my precious Neuro? Da wird er richtig aggro. Stell dir vor, du bist in Neuro verliebt, aber sie bevorzugt einen Roboter. Das muss schon echt wehtun. Nun ja, wie dem auch sei, wir sollten vielleicht mal hier langrollen und die ganzen Käfer eliminieren. So, komm, weg mit dem und weg mit dem und weg mit dem. Aber wir müssen ja diesen größeren finden, oder? Oh, oh shit, oh shit. Ja, ich wollte gerade sagen. Sobald der kommt, können wir ja nicht viel machen. Also ich glaube, wir sollen uns einfach zurückverwandeln und dann dort hochklettern, denke ich mal. Machen wir das Ganze nochmal. Also, Mojang, komm hier, verwandeln wir uns und rollen hier nach rechts. Rein theoretisch können wir auch einfach immer drüber springen über die ganzen Käfer hier, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt die beste Lösung wäre für dieses Problem hier. So, und jetzt verwandle dich zurück und hoch, 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 oh, oh, war das knapp, Alter. Oh, hier unten ist hoffentlich kein Sticker versteckt, das wäre ein bisschen assi. Komm weg mit dir. Und weg mit dir. Und nochmal, komm und weg mit dir. Man braucht genau immer drei Treffer. Oh, Mojang, nicht darunter fallen, ey. Kann ich die nicht irgendwie? Nee, geht nicht. Muss ich da drüber klettern oder so? Oder hier, den vielleicht irgendwie. Ja, okay, so. Das geht natürlich auch. Und jetzt hier nochmal langrollen, weil ansonsten komme ich ja nicht durch. So. Also, das hätte ich mir schon im ganzen Spiel bisher gewünscht. Mehr solcher Rätsel-Bereiche, wisst ihr? Das hätte das Gameplay auch deutlich erträglicher gemacht, finde ich. Aber nee, stattdessen gab es einfach immer nur normales Platforming, was einfach nicht so gut funktioniert hat. Ein bisschen schade, finde ich. Weil warum nicht einen solchen Bereich hier machen und einfach immer zwischen den Charakteren wechseln? Das hätte ich interessanter gefunden. Naja. Müssen die Entwickler natürlich selbst wissen, was sie hier machen. Alter, was hat der denn für eine Kraft drauf? Der kommt! Der kommt! Was mache ich jetzt? Achso, der hat Suizid begangen. Okay, ja gut. Ich weiß nicht, ob das die beste Lösung ist, aber naja. Gut, dann hoch hier. Und dann haben wir dort noch ein Insekt, dort oben rechts. Wir fallen jetzt hin. Ja, ich hab's gesehen unten. Na gut, da wären wir wieder. Ich hab euch den Rest mal jetzt so ein bisschen erspart. Selbst wenn es nur ein paar Sekunden waren, aber naja, gut. Dann fahren wir mal hier lang rollen und mal gucken, ob das jetzt geht, so wie ich mir das vorstelle. Ja, okay. Sind wir jetzt da? Oh! Was ist denn jetzt? Kann ich den... Was jetzt? Ich kann ihm Schaden machen. Nein. Ja. Na gut, versuchen wir das Ganze nochmal. Also rollen wir einfach mal dagegen und gucken, was passiert. Also wir brauchen bestimmt drei Treffer oder so, ne? Machen wir das Ganze nochmal und komm drauf da. Ja, und nochmal. Reicht das noch nicht? Ja, ja, wir haben keinen Platz mehr. Was ist jetzt? Oh, Mojang, pass auf. Okay, und jetzt rollen wir den weg, wenn du die Kraft dafür hast. Ja, irgendwie schon. Hat schon irgendwie geklappt. Ich weiß zwar nicht wie, aber okay. Jetzt sollten wir auch fertig sein, denke ich. Mit diesem Bereich. Und somit der erste Key. Der sollte jetzt kommen, oder? Oh, wo sind wir jetzt hier? Erhalten. Konsolenschlüssel rot. Ist hier noch irgendwas? Nee. Sieht nicht so aus. Here you go. Look at you go, Mojang. Naja, eigentlich braucht ja Vanilla das Ding, ne? You look so cool back there, Mojang. My heart totally skipped a beat. Thanks, Mojang.
I don't want your thanks. But instead, could you give my belly a poke? Warum steht da Bauch? Alter, Bauch! Seid ihr dumm oder was? Huh? Why did it for me before? I can't forget how good it felt. Go on, Yoro. Do him a favor. Why is it gotta be me? Weil er in dich verliebt ist, du. Guck, wie traurig er jetzt ist. Fine. I'll do it. Richtig Depri. Here goes. Just a little poke, okay? Na, dann mal los. So this is what love is, huh? Put it, Jinu. Eine sehr einseitige Liebe, aber naja, besser als gar keine Liebe vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Nun gut.